Zögli. Wo ich angefangen habe, Schule zu gehen, bin ich für die Reststunden auf Eglisau und auf Winkel gekommen. An einem Tag habe ich am Morgen Zwinkel und zum Mittag Zeglisau näschen müssen gehen. Notabene, den Weg habe ich immer mit dem Velo gemacht. Mit einer Ausnahme, wenn es viel Schnee gegeben hat. Da habe ich kein Geld gebraucht für die Bahn und mit dem Postauto von Büri auf Winkel war eine Wegesse. Gegessen habe ich Gwöndli auf dem Velo oben, weil ich noch alles nachgeschaut und vorbereitet habe zu Winkel. Sonst hätte ich noch mal extra müssen her. Item. An einem glühig heissen Tag bin ich ordentlich erschöpft im Näschezimmer zoberst unter dem Dach Zeglisau eingetroffen. Die 5. Klasse hat den Vers an die Tafel gemalt. Der Himmel ist blau, das Wetter ist schön, dürfen wir nach draußen gehen? Hey, ja, warum auch nicht? Wir tun ja Dickeli amhögle, was einem amig in der Bernina gekauft händ. Gekauft hat bedeutet, sie haben so dort eine spezielle Maschine gehabt und da hat dann aussen am Stoffrand ein Hohlsaum gegeben, wo man ganz gut können einstechen mit dem Högli. Da gibt's nicht viel mitschleichen und das Nötige haben wir vorgestern ins Heft gezeichnet. In dieser Hitze im Schulzimmer läuft einem das Garn einen Weg nicht gut. Ein bisschen neben dem Schulhaus, gerade oben an der Kirche, ist ein grosser, gerinneter Platz mit, ich glaube, Kastanienbäumen drauf. Da ist schön luftig und es hat viel Schatten. Ich bin selber schülich froh, dass die Schüler mit dem Vorschlag gekommen sind. In einem offenen Schöpfli stehen ganz klobige, schwere Holzklappstühle. Wir legen zuerst die Höglete und das Heft aufs Mäuerli unter den Bäumen und gehen die Klappstühle holen. In einem Schwick sind alle gesegelt, schön dem Mäuerli noch. Dort ist der Schatten besonders dunkelgrün und man sieht auf den Rhein runter. Wenn er gut arbeitet, lese ich dann noch ein paar Seiten an der Geschichte weiter. Da wären drei Männer im Schnee gewesen. Natürlich ist so etwas Kühles wie diese Geschichte in dieser Affenhitze willkommen. Und dass mir ja niemand gagelt. Ist nicht ganz harmlos da. Der Stuhl steht halt nicht ganz eben und man kann mit den Beinen vorne am Mäuerli sperzen und prima gageln. Ich habe Freude, wie meine Mädchen fleissig högeln. Ich höre nur ein paar Spatzenzanken hinter uns. Nur mein Kreuz und Weichsitz. Hui! 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 Mina mit dem frechen Gesicht liegt am Boden unten, der Stuhl halbwegs auf einer oben. Stand auch auf. Aber Mina kräht wie am Spiess und wefert. Sie wird dann gegagelt haben, denke ich. Die soll doch allein aufstehen. Aber sie mardelt am Laufmeter und tut keinen Wank. Da muss ich denke mal schauen. Jetzt weiss ich warum. Das Högli, wo ordentlich spitzig ist für unsere Gestelligdeckeli, geht der Mina von unten nach oben durch den linken Zeigefinger durch. Ich lasse es zusammenpacken. Und die Zimmerahnung soll dann noch die Tafel putzen. Ich muss zum Doktor mit der Mina. Adi miteinander. Ich ziehe eine Patientin auf und trage ihre linke Hand mit dem Högli vor mir her. Es bambelt hin und her und Mina heult, wie ein Wolf, der Hunger hat. Ich kann es nicht verklemmen. Gell, hast du gagelt? So geht's halt damit. Wir zwei laufen durch Städtli führen in die Steigur zum Doktor von Tobel. Wegen Brühl gehen ganz viele Fenster und Flügel auf und Frauen schauen raus.
Hi, da Armkind. Für mich ist das rein Spiessrutenlaufen. Auch bin ich wild, weil sie nicht gefolgt hat. Endlich kann ich lüten am Doktorhaus. Es geht lang, bis endlich die Frau von Tobel abkommt. Mina kräht und brüllt. Der Mann hat eben frei heute, aber ich glaube, ich höre ihn schon. Wie ist auch da gegangen? Fragt der Doktor. Ich erzähle es. Der Doktor meint, man hätte halt das Gageln abstellen sollen. Habe ich ja gemacht. Ich muss zuerst eine Zange suchen. Mina dreht wieder auf, so laut, dass die Ziegel am Doktorhaus kleppert. Augenblicks bist du still, warum hast du nicht gefolgt? Sonst klopft es denn, sagt der Doktor ihm weg. Und jetzt kommt er mit einer starken Zange, dass er oben an dem Högli den Kopf abklopfen kann. Ich muss auch noch mal sagen. Und jetzt kommt er mit einer starken Zange, dass er oben an dem Högli den Kopf abklopfen kann. Ist immerhin Nickel. Mina übertrifft sie mit Brüllen und ist zumal baff und still, wo der Doktor das Högli einfach unten zum Finger auszieht. Dann wird noch oben und unten gejodet und es gibt einen dicken Verband. Als ich retour komme, sehe ich, dass noch alle Stühle auf dem Kiesplatz draussen stehen. Die muss ich jetzt noch alle ins Schöpfli retour fugen. Ich rieche fast noch her. Und im Schulzimmer oben ist all noch die Affenhitze. Morgen in der grossen Pause ist Mina natürlich der Held mit dem Heldenverband. Zugeheilt ist das Höckli-Loch dann problemlos.